Einen wunderschönen guten Tag, Freunde, sei es Sportsleser, der starke Mann aus dem Internet. Heute melde ich mich wieder aus dem Auto, denn ich habe gerade Feierabend. Gott sei Dank. Es ist wieder mal 28 Grad warm. Krass, ich dachte, jetzt wird es langsam echt mal kühler. Aber es hat tatsächlich mal geregnet. Sehr angenehm. Mal gucken, ob das so bleibt. Und dass es dann jetzt mal auch mit den Temperaturen harmloser bleibt und mehr Regen wichtig. Ihr wisst, ich wohne im Harz. Der Harz brennt. Der Brocken brennt und damit bin diesmal nicht ich gemeint. Also, ja, ist schon heftig, was da gerade abgeht. Für Friedhelm kurze Einordnung, heute ist der 7. Kind lässt darauf sich warten. Und meine aktuelle Tagesform lässt sich folgendermaßen beschreiben. Ich bin müde. Ich bin so dermaßen müde. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich meinen Koffeinkonsum etwas eingeschränkt habe. Das heißt, bis auf diese zwei Vanille-Cappuccinos, vielleicht drei, die auch nur so viel sind, also wirklich nur so kleine Tassen, nehme ich keinen Koffein mehr über den Tag zu mir. Außer natürlich gleich Valhalla. Den schütte ich mir gleich rein. Der knallt dann natürlich gleich doppelt so gut, das ist mega. Das sind die Benefits davon. Aber auch generell ist es, glaube ich, einfach gesünder, nicht mehr so viel Koffein in sich reinzuschütten. Muss man einfach sagen. Aber das ist halt auch so ein bisschen dieser Struggle mit Arbeit, Familie, Sport. Und den ganzen Kram, das braucht halt alles Zeit. Und du hattest es auch alles toll, keine Frage. Aber irgendwo muss man dann halt Abstriche machen. Und das ist bei mir halt beim Schlaf. Ich weiß, das ist vielleicht nicht die cleverste Idee, aber das ist so aktuell das, wo ich am ehesten einsparen kann. Also ich schlafe meistens so 6, 6,5 Stunden die Nacht und stehe um 4:30 morgens auf. Es gibt sicherlich Leute von euch, die früher aufstehen, keine Frage. Aber ich bin eigentlich nie so derjenige, der es gerne früh aufsteht, sondern ich bleibe auch gerne mal eine Stunde oder einen Tag länger liegen, keine Frage. Aber geht halt nicht. Und ja, also früh aufstehen, dann relativ früh nach Hause kommen. Das heißt, ich bin dann so 14:45 zu Hause, kann dann ins Training gehen, so bei 1,5, 2 Stunden. Und dann ist Family Time angesagt. Und dann geht's auch dann irgendwie schon wieder 9:30, 10 Richtung Bett. Und dann irgendwann um 10, wenn ich Glück habe, penne ich. Manchmal auch nicht. Aber gut, muss man durch. Ich denke mal, wird vielen von uns so gehen, gerade die etwas reiferen, die auch schon Familie und alles haben, werden ähnliche Sachen in ihrem Leben haben wie ich. Deswegen machen wir das Beste draus, oder? Aber das ist ja auch toll, mal ehrlich. Familie ist schon eine klasse Sache. Da ist ja auch eigentlich so, das ist ja eigentlich so auch der Grund, warum man lebt. Arterhaltung, Fortpflanzung, Kinder. Auch wenn man sich manchmal fragt, wozu heute noch Kinder in die Welt setzen bei der Welt. Aber ich bin ja ein hemmungsloser Optimist und ich glaube, wir kriegen irgendwann noch die Kurve. Ja. Und dass irgendwie Wirtschaft und Umwelt und alles irgendwie zusammen funktioniert, dass wir dann doch wieder vernünftig gemeinsam leben können. So, und genug jetzt von dem Geschwafel. Wir sehen uns gleich wieder in der Garage. Und da sind wir auch schon draußen. Das Wetter ist wirklich absolut herrlich. Strahlender Sonnenschein, unaufgeräumte Garage. Das Joke steht schon bereit. Ja, mal kurz umdrehen. Ich hoffe, das Licht ist nicht zu doll von vorne. 180 Kilo sind da jetzt drauf. Man muss hier erstmal wieder reinkommen. Das Ganze habe ich jetzt ein paar Wochen nicht gemacht. 3, glaube ich. Naja, aber das ist schon für mich lange. Ich mache das ja gerne. Eine meiner Lieblingsübungen. Deswegen mal schauen, wie gut das heute läuft. Ja, ja. Die guten Valhalla habe ich mir jetzt schon mal schön in die Rübe geschüttet. Valhalla Fenrir. 25 Gramm plus 10 Gramm Legion Joints. Mein Tipp für ein gelungenes Workout. Also Valhalla ist sowieso einer der besten Booster, meiner Meinung nach. Egal ob der Classic oder der Fenrir. Also der Fenrir kickt noch mal ein bisschen mehr. Und heute brauche ich das auf jeden Fall. Also jetzt machen wir erstmal ganz schön schwere Sachen. Das Training heute lief ziemlich gut, also bisher zumindest. Yoke habe ich jetzt gemacht. Schwer, 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 noch schwerer und allerschwerstens. Nicht so schwer, wie ich es schon mal hatte, aber gar nicht so schlecht. Ich habe heute auch viel mit freiem Oberkörper gemacht. Das gibt bestimmt wieder komische Nachrichten bei Instagram von diversen Bärlovern. Naja, auf jeden Fall, manche Leute stehen halt drauf. Ja, auch Männer haben manchmal solche Nachrichten in den Postfächern. Ja, was habe ich gemacht? Also 180, 280, 320, 380, 420,
480, Grande Finale. Lief sehr, sehr gut. Ich werde jetzt noch gucken, noch mal ein bisschen Cardio reinschieben. In Form von Sandsack über das Joke werfen. Ich muss mal gucken, ob ich das auf der Höhe lasse. Ich probiere das jetzt einfach. Der Sack wiegt ca. 100 Kilo. Ist sehr lang und sehr unhandlich, das Mistding. Aber so ein paar Runden versuche ich mal damit. Mal gucken, wie dann die Pumpe das mitmacht. Vor allem auch über die Höhe. Ich bin gespannt. Naja, und ansonsten hat sich die Müdigkeit gut verflogen. Weil Herr Fenrir sei Dank, das Zeug hämmert echt böse rein. Und da ist man richtig auf dem Punkt. Oh, aber ich glaube, wenn ich heute das mit dem Sandsack gemacht habe, kann ich auch das Cardio auf dem Fahrrad weglassen. Muss mal gucken. Und Wetter ist relativ kühl jetzt. Hallo. Also von daher, mal gucken. Vielleicht regnet es heute auch nochmal. Man darf gespannt sein. Ich habe es ja beim letzten Mal schon mal gemacht. Ich wollte euch heute mal zeigen, welches Equipment ich dazu benutzt habe. Heute fürs Training, für den Yoke. Weil Yoke ist ja wirklich eine meiner Lieblingsdisziplinen. Und ganz ehrlich, schaut euch dieses wunderschöne Yoke an. Ja, das Riot Yoke vom Strength Shop. Ich glaube, bis fast 800 Kilo belastbar. Mega stabil, auch super als Rack, als Half Rack zu benutzen. Also ich werde auch, wenn ich meine Garage umgebaut habe, das Ding als Rack weiter benutzen. Weil das vollkommen ausreicht für meine Zwecke. Ja, es ist einfach so. Wie gesagt, auch davon, dafür eine absolute Kaufempfehlung, weil es so vielfältig einsetzbar ist und für das Geld, was es kostet, bekommt ihr wirklich ein multifunktionales Tool für den Kraftsport. Und jetzt geht's zurück zu mir. Als wenn ich es dir gerade eben noch gesagt hätte, es regnet. Aber noch nicht doll. Ein bisschen Sacktraining kriegen wir noch hin. Übrigens auch, Strength Shop, die Sandsäcke sind super. Also total robust. Ich habe da noch so ein 130, 140 Kilo Biest. Der kommt ein anderes Mal zum Einsatz. Tja, Freunde, was soll ich euch sagen? Heute kann ich euch leider nicht mit rausnehmen in den Wald. Denn, ich weiß nicht, ob ihr es seht, es regnet. Wobei das natürlich sehr angenehm ist, aber ich möchte die Kamera nicht unbedingt durch den Regen schleppen. Deswegen gibt es jetzt hier noch das kurze Nachwort. Wie gesagt, Müdigkeit ist wie verflogen. Also wenn ihr wirklich mal Probleme mit Müdigkeit habt. Also Valhalla ist schon gut, Valhalla Fenrir ist noch mal ein bisschen besser. Da ist auch mega viel Fokus dann dabei. Also wenn ihr mal einen richtig schlechten Tag habt, Valhalla Fenrir, ansonsten ist der normale Valhalla vollkommen ausreichend. Oh, aber heute hat das echt gut reingeschnallt. Also das Sandsacktraining, das Cardio. Ich habe jetzt noch zweimal vier die 100 Kilo über das Joke geworfen. Dann hat es jetzt im Regen dann angefangen und habe ich jetzt erstmal alles reingeräumt, dass nicht alles unnötig klitschnass wird. Hab schwer Joke trainiert, habe mich aber nicht komplett verausgabt, weil das macht jetzt nicht so viel Sinn. Es macht eigentlich nie Sinn, sich komplett kaputt zu machen, davon mal ab, aber jetzt erst recht nicht, weil ja auch keine Vorbereitung ist. Trotzdem war das ein Training, was gute Reize gesetzt hat und auch für die Pumpe. Also der Puls bei dem Sack ist schon ganz schön hochgegangen, durch dieses ums Joke drum rumlaufen und wieder hochnehmen und so weiter. Das zeigt schon ganz schön, keine Frage, aber es bringt halt auch was, ne? Einmal für die Kraft und fürs Cardio. Oh, aber heute hauptsächlich Cardio. Ich merke es auch im Kopf. Ne? Blutdruck ist auch noch so ein bisschen dadurch hochgegangen. Krasse Sache. Naja, aber das senkt sich gleich wieder. Ich werde gleich noch mit dem Hund gehen auf jeden Fall. Mal gucken, wie weit, je nachdem, wie das Wetter das zulässt. Aber ich werde die Kamera zu Hause lassen, weil das tut nicht Not. Ja. Ich habe euch ja gerade gesagt, ich werde ja wahrscheinlich die Garage umbauen. Das hier wird dann mein Trainingstempel. Das heißt, ich werde aus dem Keller ausziehen. Denn, wie gesagt, ihr wisst es ja, Nachwuchs unterwegs, er lässt nur auf sich warten. Aber so in 2-3 Jahren wird die Große dann in den Keller ziehen. Deswegen will ich das schon mal alles soweit vorbereiten. Hier draußen wird dann so mein Gym in der Garage. Und ihr könnt mal gucken, so sieht es jetzt aus. Ich weiß nicht, wie gut man es sieht. Also jetzt ist noch Rumpelkammer. Das wird dann alles schön ordentlich eingeräumt. Da wird bestimmt noch das ein oder andere Equipment zu verkaufen sein. Also haltet die Augen offen, wenn ich was anbieten sollte. Weil alles werde ich hier nicht reinkriegen. Ich werde dann mich wirklich ein bisschen reduzieren. Und ja, wie gesagt, dann kriegt die Kleine ein schönes großes Zimmer. Und die ganz Kleine kriegt dann das Zimmer von der Großen. Ja, wie das halt so ist. Alles wächst und wächst. Der Fortschritt, den hält niemand auf. Ja, also wenn euch das aber interessiert, würde ich euch das auch in einer Art Vlog festhalten. Das könnt ihr mich ja mal wissen lassen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Sport. Bleibt gesund, schaltet das nächste Mal wieder ein. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an euch alle, ne, für den geilen Support. Mega, mega gut. Ihr seid eine geile Community. Wir sind eine geile Community. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Rock'n'Roll.